Die Rettungsleitstelle, die war die Kräfte alarmiert. Telefonnummer ist eigentlich ganz einfach zu merken. 112 sollte jeder wissen. Ja, wichtig, wenn Sie eine Meldung absetzen, Sie haben es gerade gehört. Was ist passiert, wo ist es passiert, wie viele Menschen sind betroffen? Diese Angaben braucht die Rettungsleitstelle, um sich ein Bild zu machen, um entsprechend alarmieren zu können. Ja, und die Leitstelle hat jetzt die Möglichkeit, einmal über sogenannte Funkmeldeempfänger, in Volksmund Piepser genannt, die Feuerwehrleute zu alarmieren. Beziehungsweise, wir haben nach wie vor pro Ortsteil eine Sirene, die kann auch von der Funkzentrale aus angesteuert werden. Und ja, wichtig ist auch, die Leute, auf die Leute einzugehen, die anzusprechen, den Mut zu machen und zu verhindern, dass die halt Blödsinn machen. Ja, sie hören. Diese lassen halt ihre Tätigkeit einnehmen im Moment aus, prüfen, ob es ein Rasenmähen ist oder feiern oder was ich mit der Familie beschäftigt. Auch der Beruf, wenn jemand hier in der Nähe arbeitet, muss er auch seine berufliche Tätigkeit tun lassen. An dieser Stelle ist es wichtig, auch mal den Arbeitgebern zu danken, dass es immer noch Arbeitgeber gibt, die ihre Angestellten zum Feuerwehreinsatz gehen lassen. Und ohne diese Möglichkeit geht es sehr schlecht aus. Die typische Sirenenalarmierung ist einmal 15 Sekunden. Da kommt einem erstmal 15 Sekunden schon ein ganz schön lange vor. Aber aller modernen Technik, so eine Sirene ist eben immer noch ein Hilfsmittel, was zwar einfach ist, aber sehr wirksam. Und ja, mit Hilfe der Sirene kann man eben auch Leute erreichen, die vielleicht ihren Funkmeldeempfänger gerade nicht einstecken haben oder wo er halt mal gerade nicht funktioniert. Sowas kommt auch vor, das sogenannte Funkloch wie beim Handy. Ja, und dann, wenn die Umstände günstig sind, Hey, du, wie ist denn du?
Einsatz erkennt, ist die größte Gefahr zu hoch. Die Hunde hinterbrennen! Mensch, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt los? Was machen wir?
Ich gebe mal dein
Ich bin